Hallo, liebe Pathfinder, Kingmaker-Freunde. Hier sind wir wieder zurück in unserem Fantasy-Rollenspiel par excellence. Und stellen uns jetzt zur nächsten Mission. Wir müssen noch eine abschließen. Und leider haben wir es mit sehr vielen Trollen zu tun und einem neuen Gefährten, noch einen. Weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob der wirklich so nützlich ist, weil... ein weiterer Bogenschütze, wo wir eigentlich vielleicht jetzt eher Nahkämpfer oder Magier bräuchten, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Wir haben jetzt zumindest mit ihm einen, mit der ja gut gegen Trolle arbeiten kann. Ja, ich bin mir nur nicht so wirklich sicher, ob das so viel bringt. So, wir wollen uns jetzt hier erst nochmal heilen. Das hat aber jetzt nur 3 Trefferpunkte. Wollt ihr mich veräppeln? Lindsay the Magnificent? Lindsay the Illustrious? Something more simple, like Lindsay the Great? Maybe Lindsay the Indecisive. Typen hat mir geredet. Mal schauen, ob das hier geht. Ob wir das... Können wir denn da oben plündern? Achso, hier war noch irgendwas, ne? Das Gebiet hier. Was ist denn jetzt? Wo ist denn Lindsay? Warum ist die da? Ach du Scheiße. Wo ist sie denn hingegangen? Und warum? Oh je. Oh shit. Da hilft nur eins. Folgen ihr, ja. Wir müssen so schnell wie möglich angreifen. Mist. Und Lindsay muss hier weg. Ja. Den Hund kann ich nicht beeinflussen. Er schießt bereits. Das ist gut. Säure. Den sie trinkt. So, weg mit dir. Jubilost ist auch dran. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Ist Amiri hier nicht? Okay. So, Jubilost auch nochmal angreifen. This spell doesn't work like that. Oh, und dann da. I grant you death. Das ist auch ein Alchemist. Mist, verdammt. Du, den haben wir getroffen. Jetzt schießt. Ja, das ist alles nicht so schön hier. Wir müssen hier nochmal reinpfeffern. Ah, dieser verdammte kleine Mistkobold hier. Was ist da mit dem Hund eigentlich? Warum macht der nichts? Muss ich den selbst befehlen? Cannot hide from me. Würde das Bein von denen funktionieren? This spell doesn't work like that.
This spell doesn't nee. Work like that. Können Sie mal versuchen? So. So, den haben wir erledigt. Greift gerade an, der Hund auch. Valerie hält noch Stand. Sie hat auch noch nicht viel abgekriegt. This didn't work. Okay. Must be doing it wrong. This should do it. So, den müssen wir jetzt wegkriegen hier. This spell has other uses. So. Sonst kriegen wir ihn nie tot. Das ist aber jetzt. Oh. Dank Lindsays Vorwitzigkeit. Sind wir hier fast draufgegangen. So, wunderbar. Ja, aber wir haben einiges an Zeug gekriegt. Was ist denn hier? Spliteros. Also ein Pilz. Ein bisschen Gold. Hier haben wir nochmal Schriftrolle. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gold auch. Das Klimbim hier. Das ist dicken. Die Rüstung brauchen wir nicht. Aber der. Die Armbrust bringt zumindest Geld. So. Das war aber jetzt gerade übel. Da wollte ich ganz was anderes machen. Was war hier mit den Wölfen nochmal? Haben wir noch Loot? Ja, wir können noch was Fleisch einsammeln. Ah, noch ein Fell nehme ich nicht mit. So. Ihr wart ja auch eine gute Hilfe. Vielen Dank, dass ihr nichts gemacht habt, ihr Pfeifen. Ah, das war das Problem. Das war meine Schuld. Kann ich Lindsay nicht anhaften. Ich dachte, man kann hier rüber gehen, aber sie ist hier rumgelaufen. Und dann ausgerechnet da den Troll den Weg gelaufen. Ich dachte, man könnte hier Abkürzung gehen. Aber das war Quatsch. Dann war das mein Fehler. Hier müsste man lang. Anything else? So. Ja, ich depp. Okay, dann ist es Lindsay die Schuld. Sorry. Da war ich dumm. Und habe einen Fehler gemacht. Das waren die hier. Okay, die hat mir schon erledigt. So, jetzt haben wir auch ein Problem. Wir sind so ziemlich runtergekämpft allesamt. Unsere Zauber und alles sind auch nicht mehr die besten. Was war hier oben noch? Da werden wir sehen, da wir da schon mal waren. Ich habe das Gefühl, dass hier auf der Teil der Karte noch einiges ist, was uns Kopfschmerzen bereiten wird. Deshalb versuche ich vielleicht mal, dass wir mal, nochmal ein Lager aufschlagen und uns erholen. Oh, was haben wir denn da noch? Oh, nee, das belastet uns nur. Das brauchen wir alles nicht, den Kram. Das ist von irgendeinem so Kobold. Nee, gut, dann haben wir das. So, ja, gehen. Gehen wir mal. Das Ende ist nah. Ja, das klingt nach Harim. Der alte Witzbold. Eieiei, das war aber jetzt so viel Trolle. Uff, 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 uff. Entfernen wir uns hier mal so ein. Was denn jetzt? Fuck. Die wollten uns eigentlich in Sicherheit bringen. Jetzt laufen wir wieder auf die Trollen über den Weg. Ach du nee. Was ist denn hier los? Hier sind nur Trolle in der Gegend. Was ist das? Okay. Mist. Wir haben eigentlich gar keine Zauber mehr für sowas. Amiri, warte besser noch. Vielleicht ist ja. Ja. Hier ist noch einer. Shit.
Dann lassen wir sie besser erstmal hier in. Der Hund kann aber hier schon mal angreifen. Nowhere to run. Let us strike at once. A calculated risk. Den haben wir. Shit. Wo kommt der denn her? Oh, Mist. Ja, aber jetzt kannst du angreifen. Vielleicht konzentrieren wir uns alle auf den. Das ist vermutlich besser. I aim true. Der kämpft hier mit anderen Leuten. Okay. This won't kill me. Oh shit. Amiri, Heilung. Do not falter. This didn't work. I okay, wenn das nicht wirkt, dann nimm die Säure und greif ihn damit an. Onward. Okay. Der ist erledigt. Der Hund greift jetzt ihn hier an. Okay. Der ist aber immer noch am Leben. Let's try this way. Okay. Der ist noch nicht erledigt. So, Amiri, jetzt kannst du ihn angreifen. Gut, der ist erledigt. Oh. Vor dir steht der betagte Halbelf. Sein von Sorge gebleichtes Haar weist ihn als erfahrenen Reisenden aus und sein selbstsicherer Umgang mit dem Bogen als versierter Krieger. Sein Karren ist mit unterschiedlichen Gegenständen beladen, ihn scheint also auch ein Händler zu sein. Diese verfluchten Trolle! Allein ihr Gestank hätte mich beinahe umgebracht! Der Halbelf wischt sich den Schweiß an der Stirn. Ich war so gut wie erledigt! Seit wann fürchten sich Trolle nicht mehr vor Feuer? Zum Glück befanden sich unter meinem Waren auch einige Fläschchen mit Säure. Ach, der war das, der ihn erledigt hat. Dalton, danke für die rechtzeitige Rettung, meine Freunde! Trotz seines selbstsicheren Blicks zittert seine Stimme leicht. Nur ein paar Augenblicke später und ich wäre... wer auch immer über dieses Land herrscht, schert sich nur wenig um seine Sicherheit. Einstmals sichere Handelsstraßen werden den Trollen überlassen und weit und breit ist nicht eine Wache zu sehen. Aber wo bleiben meine Manieren? Ich bin Dalton aus Mivon, Händler von Beruf. Und wer seid ihr? Mivon, naja, das ist für diesen stabileren Flusskönigreihen erreichen eins von den Aldori-Schwertfürsten und tralala. Okay, wissen wir. Haben wir schon mal von gehört. Ja, ja. Wir sind einfache Reisende aus Brivoy. Mist, ja. Dann schlage ich vor, ihr begebt euch so schnell wie möglich zur nächsten Garnison. Vorausgesetzt, ihr findet eine. Auf dieser Straße wimmelt es von Trollen. Ah, oh, das ist schlecht. Sie haben mehrere Dörfer angegriffen, etliche Brücken zerstört und verschrecken Handelskarawanen. Sie sind weitaus schlimmer als Banditen. Da habe ich nichts mehr zu tun. Na ja, so freundlich wart, mir mein Leben zu retten, Dalton lächelt, gebe ich euch einen Draht, der vielleicht das eure rettet. Hier ganz in der Nähe lebt ein Magier. Ich besuche ihn von Zeit zu Zeit, um ihm Reagenzien für seine Zauber zu verkaufen. Er ist Experte für Trolle und könnte vielleicht wissen, warum sie neuerdings so dreist sind und feuerfest. Dalton seufzt, vielleicht kann er euch sogar einige Säurewaffen verkaufen. Hm. Einsames Haus wurde enthüllt, okay. Erzählt mir mehr über diesen Magier. Dalton kratzt sich am Kopf. Er ist Bartholomäus und ist für einen Menschen gar nicht mal so übel. Immer höflich und respektvoll, aber irgendwas an ihm ist merkwürdig. Er lebt allein im Wald und hat sein Haus mit Fallen umgeben, durch die nur ein einziger sicherer Weg führt. Er fürchtet weder Banditen noch Trolle. Oh je.
Und wenn er einen ansieht, hat man das Gefühl, man würde von ihm studiert. Als würde er überlegen, einen aufzuschneiden, um nachzusehen, wie man von innen aussieht. Da läuft jetzt mir jedes Mal kalt den Rücken runter. Dalton erschaudert, der Sprecher auch. Gibt es auf dieser Straße noch weitere Gefahren? Holduck-Versteck. Trolle sind euch wohl nicht genug, hä? Dalton lacht und runzelt seine Stirn. Tatsächlich habe ich einige beunruhigende Gerüchte gehört. Es heißt, ein Holduck hätte sich in einer Höhle südlich von hier niedergelassen. Ob das nun wahr ist oder nicht. Viele Händler wollen kein Risiko eingehen und weichen stattdessen auf Waldrouten aus. Ich markiere die Höhle auf eurer Karte. Holduck-Versteck. Was ist denn ein Holduck? Okay. Amiri grinste. Ich habe noch nie gegen ein Holduck gekämpft. Bis jetzt. Oh je. Yeah. Ihr seid also aus Mivon. Was denkt ihr über diese neue Baronie? Mivon wurde vor langer Zeit von den Schwertfürsten gegründet, die sich weigerten, das Knie vor dem neuen Herrscher zu beugen und Brevoy verließen. Wo wir also keine Brivaner mehr sind, hat unser Volk viel mit den Leuten hier gemein. Denn soweit ich weiß, wurde diese Baronie von Leuten aus Restoff gegründet, die wir als eine Art entfernte Vettern betrachten. Dalton lächelt. Geschätzte Vetter natürlich. Keine Familie, die man lieber vergessen würde. Ja, das kann ich verstehen. Naja, gut. Was? Quatsch. So, dann viel Glück und sichere Reise. Und grüßt den Baron, falls ihr ihn seht. Ja. Ein Moment, ich hatte noch keine Gelegenheit, euch für eure Hilfe zu belohnen. Glück ist schließlich am beständigsten, wenn man es teilt. Sicheres Reisen. Trank, leichte Wunden heilen dreimal und Goldmünzen. Danke. Den Trank kann ich eigentlich besser gebrauchen als alles andere. Das Wesen der Bestie. Die Trolle in diesen Wäldern sind alles andere als normale, furchterregende Trolle. Wir müssen das Haus des Zauberers finden. Also direkt wieder neue Mission und... Ja, ein Stufenaufstieg. Was ist denn hier passiert? Oh nein. Amiri helfen, noch ein mächtiges Monster zu besiegen. Jetzt hat sie von diesen Dingsbums gehört. Da Hedok, oder was das ist. Hat der irgendwelchen Loot? Hm. Warum hat er überhaupt sowas? Achso, eine Wache des Händlers hat er erledigt. Ja, darum. Ja, das bringt uns jetzt nichts. Was war hier noch von diesem Trollmatsch da übrig? Aha. Und hier? Gebrandmarkter Troll. Hm. Oh, hier haben wir auch nochmal einen Trank. Das ist gut. Wir haben einiges auf die Mütze gekriegt. Wir müssen dann dementsprechend uns vielleicht der neue nochmal orientieren. Gibt es hier sonst noch irgendwas auf der Karte? Oh, die ist nicht so groß. Vielleicht hier noch irgendwelche Kräuter oder versteckte Sachen. Ein bisschen was zum Kochen, damit es nicht so fad schmeckt, wenn Lindsay wieder dran ist. That is not far. Nee, das scheint alles zu sein. Nicht die Karte zu Ende. Entschuldigung. Hier ist ein umgestürzter Baum. Okay. Ja, wahrscheinlich haben die Trolle den umgekippt, damit der mit seinem Wagen nicht durchkommt. So einem Hundi geht's auch gut. Hm. Kann diesen Baum irgendwie... Ein umgestürzter Baum versperrt den Wagen im Weg. Kann man irgendwas mitmachen? Ja, anscheinend nicht. Na, wie will er denn jetzt hier weiterkommen, der Vogel? As it should be. As it should be. Oh, hier ist eine Ente im Wald, eine einsame. Okay. Die berühmte Waldente aus Brevoy. Die jagen die Ente. Nein. In due time. Ich kann mit den Fuzzi hier nochmal reden. Dalton. Nein, wir beklauen ihn nicht. Das machen wir nicht. Okay. Können wir also nicht. Finde ich jetzt bescheuert. Also wir haben, er hat uns geholfen, wir haben ihm geholfen. Dann klauen wir jetzt nicht seinen Loot. Das finde ich doof. Es gibt ja Leute, die machen das dann und es ist, würde vom Spiel her, glaube ich, auch nicht bestraft. Ich finde es aber vom Rollenspiel-Aspekt her passt das nicht. So. Oh ja, ja, ja. Amiri hat es aber ganz schön erwischt. I'm listening. I need to concentrate. Becoming distracted leads to becoming dismembered.
I am yours to command. Sie hat es eigentlich ganz gut überstanden, obwohl sie eigentlich auf ihr ziemlich angeprügelt worden ist. Okay. Na gut, sie ist halt nicht so schwer gepanzert. I know what to do. Okay, gut, wir müssen uns auf jeden Fall irgendwo ausruhen. All according to plan. Mal gucken, was wir hier an neuen Dingen wieder erfahren haben. Oh, tödliche Trolle. Mehr über die Trollenerfahrung. Ekunda, Jo, der Waldläufer jagt diese Trolle schon seit geraumer Zeit. Er hat verschiedene Vorschläge, worauf wir uns bei seiner Suche konzentrieren sollten. Das Trollversteck irgendwo in der Nahmark. Wir müssten also dieses Trollversteck finden, damit das aufhört. Und dann haben wir hier was von einsiedlerischem Zauberer erfahren. Offenbar schleichen mehrere Trolle um das Haus eines einsiedlerischen Zauberers, der in den Narrenmarschen lebt. Okay. Das Wesen der Bestie, das Haus des Zauberers. Dich beweisen. Amiri helfe, ein noch mächtigeres Monster zu töten. Angeblich lebt irgendwo eine Gegend an Hodak. Das hat uns gerade noch gefehlt. Okay. Ja, da hat Lindsay wahrscheinlich nicht ganz unrecht. Was haben wir hier noch? Neue Führungsposten freischalten. Ja, das haben wir doch, ne? Wir haben ja jetzt einen neuen Kämmerer. Ich glaube, der bescheißt uns nicht komplett unsere ganzen Einnahmen, aber gut. Ja, ich glaube, der ist schon. Er hat Ehrgeiz, der wird versuchen, das Beste zu machen und dann ein guter Kämmerer zu sein. Das wäre schon ansonsten gegen seinen Stolz. Wenn er nicht der Beste wäre, ne? So, jetzt müssen wir uns aber mal regenerieren, glaube ich, irgendwo, ohne dass wir dauernd von Trollen überfallen werden. Die sind hier echt die Pest. So, was haben wir hier noch? Ah, hier ist das. Das ist weit weg, das Hodak-Versteck. Dies war einst eine gewöhnliche Waldhöhle, die nur vorübergehend von einem Wolfsrudel als Unterschlupf genutzt wurde. Das endete sich, als sich ein Hodak dort niederließ. Eine riesige, fleischfressende Echse, die eine Gefahr für jedes andere Lebewesen, darunter auch Menschen, darstellt. Die Erzählungen über den blutrünstigen Hodak verbreiteten sich rasch unter Reisenden, die seitdem einen Umweg durch die Wälder in Kauf nehmen, um diesen gefährlichen Ort zu umgehen und dann von Trollen getötet werden. Ja. Oh je, womit wollen wir uns denn da anlegen? Ein Hodak. Da muss ich mal nachschlagen, was das ist. Hier haben wir einen Koboldpfad. Ein Trollversteck. Okay. Und hier haben wir das Haus, das einsame Haus des Zauberers anscheinend gefunden. Das einsame Haus am Rand der Narrenmark. Nicht weit führt eine Straße, von Händlern oder Banditen genutzt wird. Also da werden wir auch wahrscheinlich sehr viele Feinde finden. Was hat es hiermit aus? Eine kleine Lichtung mitten des Waldes. So. Wir haben wieder einiges auf. Also man wird eigentlich gar nicht fertig mit dem Spiel hier. Ach, hier ist die. Ja. Hier haben wir die Zwergenruinen. Hier ist die Hütte der Sumpfhexe. Da müssen wir auch noch hin. Das ist aber auch neu jetzt, oder? Wegen dem Federtoken. Da ist die Trolllichtung. Koboldpfad. Ha. Oh je, oh je, oh je, oh je. Also. Puh. Da haben wir aber sehr viele neue Aufgaben hier gefunden, die uns alle das Leben kosten können. Der Hodak. Keine Ahnung, was für ein Vieh das ist. Die Zwergenruinen, die, ich glaube, die lassen wir jetzt erstmal ein bisschen beiseite hier. Den Wachtone müssen wir uns natürlich auch noch drum kümmern. Der scheint auch voll mit Trollen zu sein, diese Gegend. Dann haben wir hier Banditen. Dann haben wir das einsame Haus hier mit dem Zauberer. Dann haben wir hier ein voller Kobolde, die Karte. Dann haben wir hier natürlich auch noch die Echsenmenschen. Eine Hütte mit einer Sumpfhexe.
Das hat was mit diesem Federtoken zu tun und wahrscheinlich auch noch mit diesem verschwundenen Jungen. Den haben wir ja auch noch. Banditen. Dann haben wir hier die Trolle. Hodak. Ach du grüne Neune. Und da denkt man, nachdem man das erste Kapitel so durch hat und jetzt Baron geworden ist, ist das Spiel fast vorbei. Von wegen. Hier hat man gut für einmal bezahlen sozusagen für ein ganzes Jahr Spaß. Da braucht man noch nicht mal ein DLC kaufen. Uff, ja gut. Puh. Ja, machen wir erstmal Lagerfeuer, würde ich mal sagen. Lassen wir es in der Kombination. Oder lassen wir diesmal Amiri jagen. Was kann er denn eigentlich? Ah, den haben wir ja auch. Ukendayo macht Überleben in der Wildnis. Aha. Sollen wir jetzt sie als Jägerin nehmen? Oder machen wir, kombinieren wir das alles nochmal neu? So, was kann er jetzt? Also er ist auch gut auf die, bei der Jagd. Ist sogar besser als Amiri. Okay, ist auch ein Waldläufer, ne? Er ist auch sehr gut bei der Lagertarnung. Kochen sollte man ja allerdings nicht lassen. er ist auch gut bei der Wache. Aber am besten ist er bei der Tarnung und auf der Jagd. Ja, und Wache halten kann er auch gut. Was ist dieses Überleben in der Wildnis? Ekun sammelt Pilze, Wurzeln, Beeren und andere essbare Dinge und reduziert den Rationsverbrauch um 2. Ach so. Dadurch wird dann wahrscheinlich auch die Jagd kürzer. Vermute ich mal. Hm. Beziehungsweise, wenn wir jetzt nur von Rationen leben würden, die wir mitführen, würden wir nur 4 statt 6 verbrauchen oder so. Naja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber da wir auch was kochen können, würde ich darauf jetzt eher verzichten. Und ihn vielleicht zur Jagd einteilen. Dann lassen wir ihn kochen. Lindsay ist immer noch die zweitbeste bei der Lagertarnung. Ihn lassen wir Wache schieben. Und jetzt die Frage, sollen wir... Valerie macht eine Rüstungswartung. Ne? Das ist... Wir kriegen einen Rüstungsbonus. Okay. Dann halten die zwei Wache. Wir machen mal das mit dem Rüstungsbonus. Ich glaube, das können wir ganz gut gebrauchen. Heilzauber alle einsetzen, ja. Und da wir jetzt sehr viel... Ja, wir können leider keinen süßen Pfannkuchen machen. Aber wir haben gar nicht so viel Zutaten da. Oh, okay. Wir können nur herzhaftes Essen hoffen, dass das funktioniert. Na gut, dann machen wir das so. Ruhepause beginnen! Mal sehen, was jetzt passiert. Valency? Alles klar, ich brauche eure Ideen. Wer ist dieser Geschichtenerzähler, der in der Hauptstadt lebt? Wie kann ein Elf so alt aussehen? Das ist doch eigentlich unmöglich. Dieselbe Frage habe ich mir auch schon gestellt. Es gibt keine fundierten Abhandlungen über den Alterungsprozess von Elfen. Unser Geschichtenerzähler ist also entweder das Opfer eines mächtigen Zaubers oder ein Lügner. Und ganz so einfach. Interessant. Der Typ, den wir in die Antiquitäten verkaufen, ja. Also da ist auch noch ein Geheimnis hinter verborgen. Und der ist natürlich auch mitten in unserem Hof. Okay, aber erstaunlicherweise hat die Jagd jetzt nur 6 Stunden gedauert. Hallo. Ekundayo ist aber wirklich ein guter Jäger. Das hat auch funktioniert. Die Rüstungswartung hat auch funktioniert. Ja, wir haben auch gekocht erfolgreich. Also kochen kann er zumindest. Jubilos, das muss er ihm lassen. Und wir sind auch diesmal nicht umgebracht worden, wenn wir gelagert haben. Sehr schön. So, wir haben uns aber nicht vollständig erholt. Wir müssen aber nochmal gucken, was in unserem Königreich los ist. Das ist natürlich jetzt schwierig. Wir müssen nochmal zurück und gucken, was da ist. Nicht, dass wir irgendwas Wichtiges verpennen. Und dann geht unser Königreich baden. Oder unsere Baronie auf jeden Fall. Wir müssen halt näher ran.
So, was haben wir jetzt wieder für ein Problem? Was? Im Schloss ist eine Einladung zum bedeutenden Volksfest eingegangen. Fehlstark. Die Regentin besucht das Volksfest und zahlt dem Tradition Tribut. Das hat nicht funktioniert. Das war so jetzt irgendwie nix. Okay. Ja. Toll. Was ist das? Angriff der Trolle. Oh, shit. Ja, wir haben leider keinen, der das machen kann, ist das Problem. Amiri ist noch gebunden für 11 Tage. Was ist das? Im Schloss hatte deine Nachricht der Schwertfürsten auf dich. Oh, das noch. Was haben wir noch? Es hilft jedes bisschen. Okay, hier könnten wir Jubilost einsetzen dafür. Erfolgschance ist 65%. Okay, das können wir machen. Ja, das leider nicht. Und hier müssen wir zurück. Ah. Vielleicht ist das auch gar nicht mehr so schlecht. Dass wir nochmal zurückkehren. Dann können wir uns nochmal vollständig heilen. Na gut, schauen wir mal, was da jetzt wieder los ist. Und dann müssen wir uns noch um den nächsten Stufenaufstieg kümmern. Und ich denke mal, dann dürfte man für den einen oder anderen Charakter nochmal ein paar interessante Punkte dazu kriegen. So. Aha. Wir haben aus Brevoy einen Brief hinsichtlich Olex Handelsposten erhalten. Ach nee. Lady Germani begrüßt eure Entscheidung, keinen Anspruch auf die Steuern von Olex Handelsposten zu erheben, ausdrücklich. Hier ist der Brief. Ich danke euch herzlich für euren Brief. Ich bin froh, dass dieser kleine Zwischenfall zu unserer beiden Zufriedenheit beigelegt werden konnte und keinen anhaltenden Schatten über unsere... über eure Beziehung Restoff werfen wird. Bürgermeister Selemius hält sehr viel auf eure Fähigkeit als Herrscher und ich stimme ihm zu. Ihm hat noch ein Elf gemeckert, der Baron hier wäre scheiße. Es ist gut zu wissen, dass ihr weise seid und die Fähigkeiten eines wahren Politikers besitzt, vorschnelle Entscheidungen zu vermeiden und den wichtigsten Besitz eines Herrschers wertzuschätzen. Gute Beziehungen zu den Nachbarn, ach, statt die Schatztruhe. Ich hoffe, unsere Freundschaft so innig bleibt wie eh und je. Sie ist aber sehr diplomatisch. Mit der würde ich mir aber nicht ungern anlegen. Das ist aber auch mal eine gute Antwort hier. Das ist ja alles schön und gut, aber vielleicht sollten sich die Schwertfürsten überlegen, etwas für den Handelsposten zu tun, von dem sie Steuern fordern. Wenn euch das so wichtig ist, ich werde einen Brief nach Westdorf schicken und vorschlagen, die Straße zu Olex Handelsposten instand zu setzen. Davon würden beide Seiten profitieren. Gute Straßen sind immer wichtig. Immer. Für Truppenbewegungen, für Handel. Und so weiter. Das ist hier. So, das haben wir erledigt. Hier ist noch was anderes. Straße zu Olex. Warum muss ich mich jetzt darum kümmern? Ich dachte, die Schwertfürsten machen das. Also bevor ich jetzt vorschnell da was mache. Forschung über das Wesen von Flüchen. Die kahlen Hügel. Die kahlen Hügel sind die Quelle vieler Konflikte der jungen Baroni. Die Einheimischen sagen, dass eine Art alter Fluch hinter dem Ganzen steckt. Wir sollten herausfinden, ob daran etwas wahr ist. Hm. Harim hat aber noch zu tun. Was macht denn der eigentlich? 21. Ach du Scheiße. Was macht denn der da so lang? Hm, das ist anscheinend nicht so unwichtig. Der macht diesen blöden Tempel da wieder. Was sind wir hier? Edzwangs Angebot. Edzwang Krieg. Hohepriester von Erastil und Restoff hat starkes Interesse daran, den Glauben an den Hirschgott in der Region zu verbreiten. Er ist begierig darauf, einen Schrein in eurem Land zu bauen, der Erastil gewidmet ist, auf seine eigene Kosten. Oh, akzeptiert sein Angebot, wenn ihr einen nützlichen Verbündeten gewinnen und einen Ort der Erastil-Verehrung erhalten möchtet. Oh Mann, die sind alle leider beschäftigt. Ich habe zu wenig Ratgeber. Handelsabkommen in Sutrova. Das kann ich eh nicht machen. Hm.
Das ist blöd. Also hier kann ich nichts tun. Die sind alle beschäftigt. Das wäre aber schon nicht schlecht, wenn er umsonst bei uns einen Tempel bauen will. Da gibt es uns wahrscheinlich auch nochmal Vorteile. Und ich habe ja auch nichts gegen Erzwang und den Ära-Stil. Wir haben ja auch denen geholfen, die uns. 7 Tage. Und da könnte sie sich drum kümmern. Das dauert ja lange, ey. Okay, machen wir das zumindest. Vielleicht bringt das ja was. Ja, das kann leider nur Haring. Tja, was soll man da machen? Wir haben dafür aber nicht genug Punkte, ne? Der ist mit dem 14 Tage beschäftigt. Ne, dann wird das alles nicht funktionieren. Was wir noch hier haben. Und da, ja, da brauche ich auch dringend 11 Tage. Mist, da muss ich auf jeden Fall einen drum kümmern. Sonst mit diesen Trollen, das kann es das Genick brechen. Das ist nicht gut. Hier müsste man jetzt eigentlich in unserem neuen Ort hier. Oh, das Gebäude ist bald abgeschlossen. Hockens Alchemieladen. Aha. Das Ding ist also gebaut. Sehr schön. Da könnten wir eigentlich mal hinreisen. Mal gucken, ob wir da günstig Tränke kriegen. Wir haben noch 54 Baupunkte. Das ist aber teuer. Gemeinschaft gibt uns das. Kriegen wir mehr Bevölkerung sozusagen. Das würde auch Gemeinschaft fördern. Beeinflusst Windmühle, die haben wir allerdings nicht. Sondern hier noch ein Schrein. Göttlich. Schmiede ist noch nicht ganz fertig anscheinend. Mit der Windmühle zusammen. Dann wächst wahrscheinlich auch die Bevölkerung hier, denke ich mal. Ja, so ein Kornspeicher wahrscheinlich nicht schlecht zu haben. Dann bauen wir das nochmal. Dann wächst der Ort dann auch ein bisschen schneller. Die Leute mehr zu essen haben. Können wir hier noch was bauen? Der Laden hier ist auch noch nicht so ganz fertig. Wir haben jetzt noch 39 Baupunkte. Kornspeicher haben wir. Die Windmühle haben wir auch. Und soll ich noch einen Kornspeicher bauen? Macht ja keinen Sinn. Kräuterkunde. Kann auf Alchemistenlabor verbessert werden. Da könnte man vielleicht alchemistische Dinge kaufen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Einen Schrein könnte man wahrscheinlich eh bekommen.
Das gibt uns plus 1 Wirtschaft, eine Sägemühle. In einer Siedlung mit Sägewert kann kein heiliger Hain gebaut werden. Hm. Was bringt uns eine Schmiede? Die Kaserne haben wir. Brauerei. Eine Taverne. Die haben wir ja. Naja, wenn die an der Kaserne ist, kriegen wir plus 1 Spionage. Gut, besser als nix, ne? Vielleicht wird die Schmiede nicht so schlecht. Da kriegen wir nochmal plus 1 Wirtschaft, also mehr Einnahmen. Oder wir machen unsere Verteidigungsanlagen besser und bauen einen Wachturm. Hm. Den Schrein kriegen wir vielleicht so oder so. Sieht denn unsere Wirtschaft aus? Ja. Plus 2. Fürs Einkommen. Arkan haben wir eigentlich gar nichts. Hm. Na, ich mach das. So, plus 1 Wirtschaft. Damit hier die Kohle und der Rubel rollt. So. So. In due time. Jetzt müssen wir natürlich auch mal ein bisschen Krempel loswerden. Hier ist Jubilost. Alle haben sich hier versammelt. Sehr schön. That is not far. So. Hier haben wir noch mal ein paar seltene Sachen, die wir verkaufen können. Ach, das ist dieser Brief. Na gut, den baue ich jetzt ja nicht unbedingt hier, ne? Hm. Können wir mal gucken, ob wir noch ein paar Antiquitäten an diesen merkwürdigen Geschichtenerzähler verkaufen können? Hm. Ich bringe euch einige alte Relikte. Der Geschichtenerzähler hebt ein Augenbrauen. Sehr interessant. Darf ich euer Gnaden? Hm. Was haben wir denn hier? Ich höre die Stimme von Bäumen, rieche den Duft frischer Blätter. Das Symbol an den Dryaden, nicht wahr? Ich werde es euch mit Freuden abkaufen. Oh, das ist nun wirklich beeindruckend. Diese Gegenstände gehörten vor langer Zeit einem Zwergenschmied und wollen uns ihre Geschichte erzählen. Der Geschichtenerzähler schüttelt traurig den Kopf. Aber zu viel ist verloren, zu viel vergessen. Die Geschichte dieses Schmiedes ist mir entfallen. Bitte findet die übrigen der 5 fehlenden Gegenstände und bringt sie so schnell wie möglich zu mir. Aha, 5 von diesen Splittern gibt es also. Okay. Gut, haben wir noch mal ein bisschen Knete gekriegt. Das ist ja nicht schlecht. So, das heißt, von diesen Dingern gibt es 5. Das brauchen wir natürlich auch noch. Und dann müssen wir mal, warum habe ich das mitgenommen? Ein paar Sachen verkaufen und vor allem, wir müssen uns mal wieder gesund schlafen. Weil wir sind allesamt mal angeschlagen. So. Und der nächste Stufenaufstieg steht natürlich auch mal an. Was haben wir eigentlich noch in dieser Truhe nützliches? Hier haben natürlich auch noch einiges Zeugs. Hier haben wir noch einen Schutzring. Ja, dieses komische Ding. Hier haben wir noch ein paar Tränke in Reserve. Da habe ich zum Glück noch 2 Säurefiolen. Ich glaube, das Ding brauche ich nicht unbedingt hier. Das würde ich verkaufen.
Lebensmittel haben wir hier einiges. Das kann man auch alles verkaufen. Das Zeug brauchen wir auch nicht unbedingt. Okay. Also müssen wir mal zu einem Händler irgendwann. Ob das irgendjemand mal andrehen können, dieses Ding? Eine Mönchswaffe. Da ist aber wahrscheinlich nichts für ein Kundaio oder so. Da müssen wir auch noch mehrere Stücke von finden. Ich hoffe, die taugen dann mehr als diese komische Kette hier, die einen dann dazu verleitet, die eigenen Leute dann angreifen. Na gut, aber das ist das für später. Jetzt gehen wir erstmal ins Bett. So, Feierabend. Wir müssen uns gesund schlafen. So, wir haben 47 Stunden geschlafen, kommt jetzt gleich. Alles geheilt, sehr schön. Sehr schön, auch der Hund. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was wir mit unseren Charakteren hier so machen. Stufenaufstieg für den Waldläufer. Gut, das muss ich dann mal ausknobeln. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Jedenfalls gibt es einiges zu tun. Wir haben wieder sehr viele neue Orte gefunden. Unsere Baronie ist auch ein bisschen unter Druck mit den Invasionen der Trollen. Und was wir noch alles erkunden müssen. Das ist noch sehr viel Arbeit, die da vor uns ist. Eieieiei. Und wie wir das hier schaffen sollen. Ich glaube, dieser Stufenaufstieg ist jetzt sehr wichtig. Damit wir weiterkommen. Ich glaube, die zusätzlichen Kampfpunkte, die wir jetzt bekommen können, die können wir gut gebrauchen gegen die Trolle, die uns jetzt da dauernd überfallen anscheinend. Und wer weiß, was es mit diesem Zauberer noch auf sich hat und was wir noch dann in diesen Ruinen entdecken. Ich glaube, das war schon so eben so ein bisschen so am Rande. Deshalb ist dieser Stufenaufstieg wirklich, glaube ich, sehr, sehr willkommen. Wir können jetzt bei der nächsten Klasse hier nochmal was dazu bekommen. Bonuskampftalent und hier auch nochmal ein bisschen was. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Und ja, aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Hier bei Pathfinder Kingmaker. Bei unserem Hirschkopf. Micknack. Das sieht ja wirklich komisch aus. Naja, vielleicht finden wir irgendwann einen anderen Helm. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.